Ja, schönen guten Tag aus dem verschneiten Kärnten. Heute ist ein besonderer Tag in Kärnten. Nicht nur das Bundesheer hat begonnen, die Dächer von den Schneelasten zu befreien im Lessachtal. Nein, auch ist heute der Beginn der Corona-Impfaktion in Kärnten. Im Seniorenheim Providentia in Klagenfurt wurden heute die ersten Bewohner und Mitarbeiter geimpft. 262 haben sich zur Impfung angemeldet und sind jetzt froh, einen Schutz gegen das Coronavirus zu haben. Noch diese Woche sollen weitere Pflegeheime von der Impfaktion profitieren. Vom 12. bis 14. Jänner haben die Mitarbeiter und Bewohner der restlichen Seniorenheime dann die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Geimpften fühlen sich nun wirklich gut und waren von der Aktion begeistert. Sie haben auch gesagt, es war ein kleiner Stich, der tut nicht weh, aber es schützt eben dann gegen das Coronavirus. Soweit hier aus Kärnten, wo nun die Impfaktion begonnen hat. Zurück ins Studio nach Wien.